Ja, Leute, willkommen zurück. Coppa Italia steht am Programm. Wir treffen auf den FC Turin auswärts, sind natürlich Außenseiter, aber schauen wir mal, ob wir sie vielleicht irgendwie ärgern können und mit ein bisschen Dusel in die dritte Runde einziehen. Und danach haben wir das Ligaduell gegen Udinese. Dürfte auch ganz interessant werden. Steigen wir ein. Die Aufstellung haben wir schon gemacht. Also Jota, obwohl wir ihn jetzt mal auf der Transferliste haben, ist momentan noch in der Mannschaft. Da müssen wir mal überlegen, wie wir weitermachen. Ich überlege gerade, ob wir Sekulov heute vielleicht einfach spielen lassen oder Dele Monacke. Tatsächlich werde ich heute Sekulov einfach mal die Einsatzzeit geben. Achso, ich wollte ihn statt Petrola eigentlich spielen lassen, nicht statt Jota, weil Petrola ist müde. Probieren wir es mal. So, gut, die restliche Aufstellung haben wir ja schon gemacht. Und theoretisch könnten wir Bava auch noch mitnehmen. Nutzen wir das natürlich, wenn wir schon die Bank so gut besetzen können. War Likonaté heute zum ersten Mal auf der Bank, deswegen müssen wir dem eine Rundnummer vergeben. Die Mannschaft ist mit der heutigen Aufstellung von Montevago nicht einverstanden. Aha. Ja, der ist halt auch nicht in Form, aber der muss halt auch in Form kommen. Hier sehen wir den FC Turin mit einem richtig starken Kader. Also Pellegrini vorne natürlich ein unfassbarer Stürmer. Dann haben sie mit Milinkovic-Savic auch einen ganz interessanten Torhüter. Sie haben mit Vlasic auf der 10 einen richtig starken Spieler. Buongiorno in der Innenverteidigung könnte man auch kennen. So, Samuele Ricci kennt man noch. Castanos kenne ich auch noch gut. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal geholt beim privaten Save. So, Bondo. Sekulov. Richtig gute Chance. 8. Minute. Starke Parade von Milinkovic-Savic im Tor. Ich glaube, den hat jemand von euch in den Kommentaren auch empfohlen, weil der unter anderem Freistöße schießen kann. Der hat echt einen guten Wert. Den haben wir uns mal angeschaut. Ich glaube 17 oder so. Und ganz interessant. Und da ist er. Topalovic auf Jota. Und der passt nicht gut. Pellegrini lässt sich super fallen, macht dadurch den Raum auf und Vlasic setzt sich gut im 1 gegen 1 durch. 12. Minute. Die Führung für den FC Turin. Hier sehen wir nochmal, wie sie dann leicht durchkombinieren. Alles eigentlich wegen einem Fehlpass von Jota, aber ich möchte ihm das jetzt nicht ankreiden, weil so einfach war der Pass jetzt auch nicht. Und sie haben super zu Ende gespielt. Das war schon individuell auch richtig stark. Ricci, Castanos und Skerpen rettet. Vlasic aber im Abseits. Also Vlasic schafft es immer wieder da vorne ins Zentrum zu kommen und die Abschlüsse zu kriegen. Auf der anderen Seite jetzt Wilson Esprint mit dem Einwurf. Sekulov macht es super und da ist Jota im Abseits leider. Ah, Sekulov stand schon im Abseits, okay. Aber tolle Aktion. Montevago mit dem Pressing, Bondo mit dem Pressing und sie haben halt auch immer wieder das Glück, hier zweimal prallt der Ball wieder zu ihnen. De Paoli in Unterzahl auf der rechten Seite. Gegenspieler ist schon nach innen gezogen. Oh, Skerpen war noch dran. Ecke Rodriguez. Gerpen fängt ihn gut ab. Super von Topalovic, Jota. Nächste Riesenchance, den wir liegen lassen. Die Jota nicht macht. Ich würde mir und ihm ja auch wünschen, dass da langsam der Knoten aufgeht. Aber es ist leider wirklich eine miserable Saison bisher. Und das ist halt schon so, dass wir halt natürlich seine Qualität eigentlich brauchen würden im Moment. Also wenn der in Form ist, kann der halt schon auch individuell dafür sorgen, dass du gewisse Punkte dann einfach machst. 0 zu 2 muss er Diarra mit einem Eigentor? Wie? Da ist Diarra noch weit weg.
Okay, ja, gut. Dafür kann er nichts, würde ich jetzt nicht unbedingt als Eigentor werten, aber ist halt so. 0 zu 2. Was habe ich gerade gedrückt? Ich glaube, das ging gerade ein bisschen daneben. Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Ich habe beruhigt. Aber das wird jetzt auch nichts ändern. Schotter wieder mit einer 6,2. Ganz ehrlich, ich habe schon so die Schnauze voll. Topalovic mit dem eigentlich Foul, aber sie machen das 0 zu 3. Wir gehen hier in Turin unter. Jeder Einwurf. Wir sehen De Paoli zu weit weg. Topalovic eigentlich mit dem Foul, dann prallt er genau zu ihnen. Diarra lässt sich auch einfach abkochen, kommt nicht in den Zweikampf. Ich bin stinksauer. 0 zu 3 nämlich gegen so einen Gegner ist echt nicht notwendig. Das ist, ja. Also, was machen wir jetzt? Hoch werden wir es nimmer gewinnen, heißt das so schön. Deswegen bringe ich den Dele Monaca im 4-4-2 auf die linke Seite, Sekulov rechts. Topalovic, da werden wir tauschen mit dem Bertini, dass der vielleicht wieder die Spielpraxis kriegt. Bondo kriegt die Rolle. Und Louis Jean für De Paoli. Und ich gebe heute Wally Konaté sein Debüt, weil ganz ehrlich, beim Stand von 0 zu 3, was soll ich da groß machen? Also ich glaube definitiv nicht dran, dass wir da jetzt heute noch irgendwas mitnehmen können. Deswegen werden wir uns heute, so wie es aussieht, sang- und klanglos aus dem Pokal verabschieden, aber dafür können wir wenigstens ein paar Jungs Einsatzzeit geben. Und vielleicht belehren sie mich eher eines Besseren. Wally mit der Ecke. Vanya klärt. Nächste Ecke, 47. Nochmal die Chance für Konaté. Dele Monaca, Sekulov. Ich habe halt echt das Gefühl, meine Jungs schießen jetzt gerade so zum ersten Mal irgendwie in ihrem Leben aufs Tor. Grundausrichtung kontrolliert. Oh, Diarra ist im Sturm. Das habe ich gerade voll verpennt. Wie lustig ist denn das? Okay. Ja. Ist ein bisschen schräg. Aber der hat einen Abschlusswert von 7. Na, den müssen wir jetzt natürlich rausnehmen. Das habe ich voll verpennt. Ich gebe dann hier diesen Mendes die Einsatzzeit, damit er noch ein bisschen mehr Spielpraxis kriegt. Mach peinlich, auf das habe ich gar nicht geschaut. Aber schaut mal, hier ist das Momentum dann auf unsere Seite gewechselt, in Hälfte 2 mit dem 4-4-2-System. Hilft uns jetzt zwar jetzt so an sich nicht viel, aber zumindest ganz gut zu wissen. Wally wieder mit der Ecke. Dele Monaca wieder auf Wally Konaté. Dele Monaca kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Und Vanya, also Milinkovic-Savic, fängt den ganz easy ab. Ja, von den Statistiken her, wenn man sich so anschaut, ist das eigentlich nicht so krass. Wir haben einen Expected Goals Wert von 1 zugelassen, sie haben 3 Tore gemacht. Ja, wenn man sich die Statistiken anschaut, war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber man hat trotzdem einfach schon das Gefühl gehabt oder gewusst, mehr oder weniger, das war's. Wir halt auch nicht in der Lage sind, so viele Tore zu machen. Das ist... Montevago auch wieder mit einer 6,2. Also irgendwie würde ich mich echt gerne von einigen Spielern in der Winterpause trennen, die jetzt schon so lange schlechte Noten erzielen. Konaté wenigstens mit seinem Debüt und jetzt können wir uns auf die Liga konzentrieren, müssen wir positiv sehen. Montevago reagiert nicht gut, wenn man, gut, aber wir werden den generell kritisieren, seine Form. Passt. So, haben wir Schulter kritisiert? Glaub nicht. Aber er wird anscheinend hart an sich arbeiten.
Ich bin mal gespannt. Hier die Connection funktioniert auch nicht, deswegen würde ich die dann auch wechseln. Damit wir da jetzt nichts. Vielleicht stabilisiert es dann doch ein bisschen, keine Ahnung. Ich bin bei diesen Connections immer ein bisschen vorsichtig, weil manchmal braucht es halt einfach Zeit, dass die Connections besser werden oder generell funktionieren. Wenn du so schlecht in Form bist wie wir, dann ist das sowieso schwierig, glaube ich, dass die sich bilden. Monza mit einem Angebot von 8 Millionen für Jota. 8 Millionen sind verglichen an seinem Marktwert, also verglichen mit seinem Marktwert recht wenig. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wer würde 12 dafür bieten? Da sind ein paar Laien dran. Ich brauche, wenn, das Geld fix. Ich würde versuchen, dass wir noch mehr rausholen. 10 Millionen. Das müssen wir annehmen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Monza anscheinend, das ist ja der Berlusconi-Club, glaube ich, oder? Die dementsprechend große Budgets haben. Und dafür hätten wir hier Ranier zum Beispiel, den wir anfragen könnten. Der ja durchaus interessant wäre. Den ich auch bei Schalke interessant finde. Weil da läuft, glaube ich, auch beim Schalke-Safe der Vertrag aus. Parma gewinnt gegen Inter. Was ist mit Inter los? Also ich glaube, bei Inter bewerbe ich mich. Aber die haben momentan noch, das sind die freien Trainerstellen, die haben momentan noch keinen Trainer entlassen. Naja, Newcastle wäre ja auch was, aber ich glaube, die wollen dann doch einen Trainer, der was drauf hat. Oh, es ist so schlimm. Ja, Inter werden wir halt auch nicht kriegen. Irgendwie möchte ich das Ruder da herumreißen. Daniele Maldini. Daniel Maldini, so, auf der Transferliste. Und ja, gegen Udinese wird eine Niederlage erwartet, zumindest vom Vorstand. Die Fans hätten gerne einen Unentschieden. Ja, ich hätte auch gerne einen Unentschieden. So schlimm, dass Parma jetzt einfach wieder da ist. Es ist so krass. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit welcher Formation wir es angehen sollen, weil gerade gegen so einen Gegner wie Udinese, denke ich mir, wäre jetzt vielleicht die Viererkette wieder ganz gut. Aber ich werde jetzt mal bei dieser Variante bleiben, grundsätzlich, und wenn sie nicht funktioniert, können wir ja noch immer wechseln. Also wir haben hier jetzt schon ein bisschen was rotiert. Quaresma ist wieder drin, weil Sima und Faku eine schlechte Connection haben. Wilson Aspern ist halt super in Form. Rein von den Fähigkeiten her muss Diarra spielen lassen. Ibanez rückt wieder rein. Bettinelli rückt rein. Esposito würde ich sagen statt Montevago. Und Petrola ist jetzt die Frage, ob man ihn rechts im Flügel entlang gehen lassen. Das wäre mit seiner Stärke vielleicht auch ganz gut. Ah ja. Das funktioniert mit der Connection ja nicht. Ich überlege gerade, ob ich heute einfach Pedro Mendes spielen lasse vorne als pressender Stürmer. Aber lassen wir mal Esposito. Ibanez und Topalovic funktioniert halt auch nicht, aber das wird jetzt nicht viel ändern, glaube ich. So. Also Udinese. Die haben ja in echt jetzt Fabio Cannavaro zum Trainer ernannt, was ich extrem cool finde. Richtig coole Entscheidung. Also weiß zwar nicht, ob sportlich gut ist, aber ja. Lorenzo Luca vorne drin, Sandy Lovric, ehemaliges Sturm Graz-Talent im zentralen Mittelfeld. Hat mir so wehgetan, dass der damals seinen Vertrag nicht verlängert hat bei Sturm. Ist ablösefrei in die Schweiz gewechselt und jetzt hat er, glaube ich, in echt 8 Millionen Marktwert oder so und ist Stammspieler in der Serie A. Eigentlich auch Österreicher, hat sich aber für die slowenische, also er hat beide Staatsbürgerschaften und hat sich für die slowenische Nationalmannschaft entschieden. 53 Einsätze schon. Naja, so, Ecke, Bepelu. Gerpen geht raus, super Faustabwehr. Aber sie bleiben im Ballbesitz, Calafiori und geblockt. Und das war schon abseits. Udinese beginnt stark. Avian rechts außen. Kein Problem hier an Diarra vorbeizukommen. Richtig typiert fast und Lovric mit dem Abschluss.
20. Minute zum Glück ungefährlich. Ibanez mit einer gelben Karte. Sekulow ist müde und schlecht. Wie ich. So. Ja, jetzt ist es passiert. Lorenzo Lucca. Wo, was will das? Okay. Jetzt wird auf Abseits reklamiert. Deswegen rennt hier Scappen wütend raus, aber das Ding zählt. Wir sehen hier, Sekulow entscheidet sich meiner Meinung nach falsch, hätte bei Calafiori bleiben müssen. Und ja, Diarra geht nicht ins Kopfballduell gegen Lucca, wobei man sagen muss, Lucca ist halt eine Maschine, 2 Meter groß, Sprunghöhe 17, Kopfballtechnik 16. Ich glaube, ja, man kann oder muss ihn in der Situation halt einfach bedrängen. Aber aus dem Nichts gleich direkt drauf, das 0:2. Ich glaube irgendwie, dass die Taktik es nicht bringt. Ibanez, Esposito. Schlechter Pass. Diarra hat ihn. Was ist das für ein Pass von Benedetti? Ja, Udinese ist halt eine Mannschaft, die oben anzusiedeln ist in der Tabelle, deswegen trotzdem hoffst du natürlich als Außenseiter in so einem Spiel, dass du da irgendwie über dich hinaus wächst, einen sehr guten Tag erwischt und sie dann trotzdem irgendwie ärgern kannst. Aber heute sind wir weit davon entfernt. Die ärgern nur mich. Aber jetzt der Riesenpatzer Sekulow ist durch und lässt die Chance im 1 gegen 1 abliegen. Ich meine, wenn es solche Dinger nicht macht, was willst du da groß noch machen? Sekulow wird gleich mal auf die Bank wandern. Da bringen wir jetzt den Jota auch, wenn das die nächste Pappnase ist. Was heißt Pappnase auf Italienisch? Papponaso. Baku. Diarra. De Paoli auf Topalovic. Gute Kombination, De Paoli. Und der ist drin. Petrola trifft per Kopf. 5. Saisontor, der Anschlusstreffer. De Paoli mit der guten Flanke. Jetzt wird es noch gecheckt. Aber das Ding zählt. So. Versucht irgendwie ihnen gut zuzureden. Ibanez heute mit einer guten Vorstellung, aber er ist nervös und gelb verwarnt. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich werde die Ra einfach wieder auf die 6 bringen. Und links hinten wieder Wilson Esprint, wenn der so gut performt. Und ja, Sekulow war eben eine Frechheit. Das ist mal der zweite Wechsel. Und dann machen wir mal weiter. Esprint mit dem Pass in die Tiefe, Estanis. Tut mir immer so weh, wenn es so billige Ballverluste sind. Gut von Esprint wieder. Estanis heftig eingestinkt von Mosquera. Topalovic. Boah, Silvestri, beinahe der Ausgleich. Esprint mit der Ecke. 47. Die kommt gut. Jota kommt nicht ran. Petrola. Diarra. Di Paoli. Und das ist wieder Petrola per Kopf beinahe mit dem Treffer. Also jetzt aus dem Nichts funktioniert es bei uns wieder besser. Jota 51. mit der Ecke. Topalovic kommt ran.
wir schon in der 64. Minute. Wieder mal Udinese. Benedetti mit dem Ballgewinn. Pedrola. Topalovic, Diarra. Wilson Esbrandt. Ich weiß nicht, ob der Estanis gezögert hat, weil er vermutet hat, dass er vielleicht im Abseits ist oder so. Auf jeden Fall war da richtig viel drin und wir haben richtig wenig draus gemacht. Evian gegen Jota setzt sich super leicht durch und Luca kann den beinahe verwandeln. Also, das wäre jetzt bitter gewesen. Aus der statt der Riesenchance im Endeffekt im Konter beinahe das 3-1 kassiert. Tatsächlich funktioniert diese Variante jetzt aber nicht so schlecht. Das müsste Abseits sein, oder? Kein Abseits, okay. Gut. So. Dann bringen wir Pedro Mendes vorne rein. Wie gesagt, Montevago für mich jetzt ehrlich gesagt im Moment spricht nichts dafür, dass man den irgendwie Einsatzzeit gibt. Und für Benedetti bringe ich wieder den Bondo. Dass wenigstens einer ist mit Potenzial. Ja, Quaresma bleibt bei Bafundi stehen, geht dann hier ins Pressing, was unnötig ist. Und dadurch war Faku halt, glaube ich, auch nicht so ganz bei Luca, weil der im Endeffekt zwei Gegenspieler hatte. Quaresma mit der gelben Karte. Was ist mit Petrola los? Ganz komische Aktion wieder. Diarra super aufgepasst. Toller Ballgewinn. Dann war es hier riskant. Also das ist halt auch ein miserabler Pass von Warren Bond oder irgendwo in die Mitte. So, wir sind in der 70. Wir haben noch einen Wechsel. Schwierig. Ja, ich bringe Bertini nochmal auf die 6. Der ist spielerisch wenigstens ein bisschen stärker. Dem könnten wir da hinten sogar diese zurückgezogene Spielmacherrolle auf Verteidigen geben. Aber wir sehen interessanterweise auch hier der Expected Goals Wert für diese Anzahl der Tore viel zu niedrig bei Udinese, das heißt, wir hätten nicht so viele Tore kassieren dürfen, wie wir wirklich kassiert haben. Kann einfach an der individuellen Klasse liegen, dass die bei uns halt fehlt. Natürlich auch ein gewisses Pech. Ich denke mal, wenn man sich so den Spielverlauf anschaut, im Endeffekt geht es wahrscheinlich schon in Ordnung, aber 3-1 ist deutlicher als das vermuten lässt, wenn man so schaut. Also eigentlich waren wir da schon ziemlich auf Augenhöhe, rein von den Statistiken. Ja, 10 Ecken. Auch wild. Trotzdem nimmt Udinese hier diesen Sieg mit. Ja. Ich bin stolz auf euren Einsatz, auch wenn es heute nicht sein hat sollen. Wir sind trotzdem nicht in den Abstiegsrängen, das ist mal das Wichtigste. Und haben jetzt das wichtige Duell gegen Bologna. So. Ich halte mich da raus. Wenn die da jetzt gerade über den VAR schimpfen wollen. Was hat sich sonst getan? Genua hat wieder verloren, was gut ist. Hellas Verona gegen den FC Turin gewonnen. Das heißt, Verona ist jetzt auch schon ziemlich krass eigentlich unterwegs. Inter auf Platz 14. Also nach dem Job werden wir, glaube ich, Ausschau halten, wenn Inter da mal den Trainer entlässt. Aber das wird, also da sich zu bewerben, dafür ist der Verein einfach zu groß. Das wird nichts bringen. Naja, so. Die Nachanalyse. In der ersten Halbzeit wurden wir ziemlich klar beherrscht, in der zweiten wurde es besser. Fiorentina gegen La Spezia. 0-0, La Spezia punktet auch wieder. Also unsere Gegner punkten halt auch ordentlich, muss man sagen.
Gibt selten Runden, wo wirklich mal wieder alle auslassen. Also ein Abstiegskampf ist schon intensiv. 24. Dezember, frohe Weihnachten, Leute. Hab leider heute kein Geschenk für euch. So. Die RA hat sich spürbar verbessert. Und Jiménez. Ah, okay. Hat jetzt eine bessere Rolle bei Real Valladolid. Also er spielt jetzt anscheinend mehr. Das ist natürlich gut. Mazzarri bei Genua entlassen. Ja, dann startet in Kürze schon die Transferphase, was ganz gut ist. Benedetti 1 bis 2 Tage verletzt. Das ist gerade jetzt bitter, weil 2 Tage vom Match werden wir ihn wahrscheinlich dann eher auf die Bank setzen. So. Montella sieht Gefahr durch Zirkzee. Ja, ich auch. Montevago verletzt 3 bis 4 Wochen. Das ist bitter, gerade wenn man ihn verkaufen möchte. Ich habe ihn ja noch nicht angeboten, weil er damit nicht zufrieden wäre, aber schauen wir mal. Gibt es aber interessante New Gens hier. Ismail Yavuz vom SC Freiburg. Der ist recht günstig. Und gegen Bologna wird zumindest ein Unentschieden erwartet. Barbosa wird uns empfohlen, den ich zu Schalke geholt habe. Ich sag mal nicht interessiert. Der hat mich sowas von gar nicht überzeugt. So, Benedetti und Mendes, beide fit. Ja, bei Benedetti scheint es tatsächlich zu gehen, also lassen wir ihn drin. Facu ist momentan auch echt nicht gut in Form. Sag einfach, dass ich ihm vertraue, trotz der Fehler. Das ist nämlich auch was, was man sagen kann, also sie nicht nur blind kritisieren. Die RA geht es dann hoffentlich auch bald bergauf. Ich werde ihn heute mal auf Verteidigen stellen, um ehrlich zu sein. Einfach, dass wir da hinten ein bisschen sicherer stehen. So, Montevago verletzt. Der Rest ist okay. Ich nehme trotzdem Esplan rein. Und der schon so gut performt im Moment. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Letzter Part vor der Winterpause. Den werde ich auch gleich noch aufnehmen. Mit dem Duell gegen Bologna in der Liga und gegen. Schon wieder vergessen. Noch irgendwas, was für uns ganz wichtig wäre. Pisa auf Platz 12. Bin gespannt, ob da wieder was drin ist für uns. Wir brauchen noch 2 gute Ergebnisse. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.